Thank you.
Hallo, guten Abend. Hallo Buddy, hallo Chaos. Na? Neue Fernbedienung anhand. Für die Frontalbeleuchtung. Wie geht's? Wie war euer Montag? Mit Exogate geht's auch mal wieder weiter. Exogate war das Stargate-ähnliche Spiel, wo man quasi den Stützpunktkommandeur spielt. Na dann. Es Exogate weiter. Ach man, Steam Festival der Weltraumforschung. Also ich meine, wenn ich mir etwas auf die Fahne schreibe, ja. Fing an, da könnte man auch mal wieder spielen. Was soll ich denn machen? Wie viele Spiele es da gibt. Teilweise Spiele, von denen man nie gehört hat, die aber eigentlich ganz hübsch aussehen. Noch nie gehört von dem Titel, aber sieht interessant aus. Kostet 4 Euro, aber ich gebe kein Geld aus. Ah, ich sollte da nicht reinschauen, wa? Ich starte mal Zitadell um. Heute war entspannt. Er ist gegen 9 aufgestanden. Dafür den richtigen Zeitpunkt zum Lüftungsschließen verpennt. Aber wurde nur minimal warm heute. Hier geht's wieder eigentlich ganz cool. Ja, es ist warm, aber es ist nicht so warm. 28 Grad. Oh. Nee, 25. Kann ich das Spiel irgendwie auf die... Kann ich... Ach, da. Das mal auf die Wunschliste gepackt. Andererseits, wie viel weniger als 4 Euro willst du denn noch bezahlen? Ach Mann. Vielleicht mal irgendwann. Station hier ist auch so ein Spiel. Wurde mir auch schon mal empfohlen. Soll aber deutlich komplexer sein. Space Trash Scavenger soll auch gut sein. Ich sollte endlich das Spiel starten. Wir wenden einen kritischen Treffer an auf einer Trireme. Da sind Steam angepriesen mit diesen Weltraumzeugs. Ja. Direkt Steam Shop Startseite und dann hast du da Steam Festival der Weltraumforschung. Fürchterlich harter Katz. So. Wir laden.
Was nicht gut für den Bienenstock ist, kann auch nicht gut für die Bienen sein. Minerva, ich werde deine Lagerhäuser zerstören, na bitte. Danke. Ich hab eine Einblendung gekriegt. Mensch, Buddy! Ich muss mal gucken. Wo ist hier welche? Oh, ey, zwei. Na gut, Essen ist nicht so das Drama. Minerva schon eher Lagerhäuser zerstören. Wie kann ich denn Minerva irgendwie fest feiern für Heilkräuter? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Oh, das stimmt hier aber sehr, sehr gut. Na dann. Okay, das sieht doch schon wieder besser aus. Nur brauchen wir mehr Geld. Ich dachte hier irgendwo. Ich hab zwar keine Ahnung, was das ist, aber ja, danke. Mal gucken, wann ich dazu komme, reinzuschauen. Militärische Bevölkerung 9 von 7. Weil ich zwei Wachen habe. Bogenschützen. Wem habe ich denn noch keinen Tempel hier gebaut? Ne, die haben alle ihren Tempel. Okay, immerhin. Also Pluto, letztes Fest vor 0 Tagen, aber der ist so dermaßen verärgert. Irgendwann er noch entschrautet oder so. Ja, da ist was dran. Lagerstätte für Militär, also für Rüstungsgüter. Ich habe das Gefühl, ich sollte allmählich die Holzproduktion irgendwie auch nochmal hier rüberlegen. Vielleicht den Holzfäller mal abreißen. Achso, ich hätte dann vielleicht auch einfach... Hätte vielleicht auch einfach bewegen können. Und mittlerweile haben wir eine Menge Steine. Aber die NCC-1701D ist fertig. Oh, schön. Nur einen endgültigen Platz habe ich noch nicht gefunden. Ist ein bisschen groß. Was? Sag bloß. Ich glaube, ich brauche nochmal ein neues Weizenfeld. Wir verbrauchen eigentlich nicht so viel. Auch schon wieder was. Ich habe keine Einwohner mehr hierfür. Ja, ich brauche erstmal wieder einen neuen Markt. Und ich darf nicht so viel bauen, das kostet alles zu viel Geld. Ja, der Markt reicht hier nicht hin. Müsste der nächste Markt hin.
Ein Weizenfeld für das ganze Klemmbausteinzeug könnte ich auch gebrauchen. Und wie war dein Tag so? Ach. Dass ich die Karte noch gar nicht gesehen habe. Doch so berauschend. Ja, nun. Ja. Ich habe kein Getreide, um Ceresen fest zu feiern. Und Brot erst recht nicht. Und da stimmt wieder andere negativ. Das ist doch Mist. Wieso ist die jetzt schon wieder so negativ? Ja, Klammer essen. Also das mit den Göttern ist noch ein bisschen schwierig. Apani. Getreide verkaufen. Toll. Habe ich ja so viel von. Nicht irgendwas machen. Kann die anklicken und es passiert nichts. Das Positivste am Tag war eigentlich, dass ich mir heute Abend zwei Schnitzelbrötchen gemacht habe. Vegane. Lecker. Und ja. Reliquie gefunden. Bestaune diese Harfe, deren Töne in der Lage waren, selbst Pluto zu bewegen und Orpheus den Weg in die Unterwelt zu ebnen. Nach dem Tod von Orpheus, dem Sohn des Apollo, wurde die Leier in den Fluss geworfen und nun ruht sie zu deinen Füßen. Übergib Leier der Orpheus an Apollo, seinem Vater, damit er seine Musik ihm helfe, den Kummer über den Tod seines Sohnes zu überwinden. Übergib Leier des Orpheus an Ceres und begrabe so seine Notenblätter. Das soll als Strafe für den anständigen, für den ständigen Unstimmel zwischen Apollo und seinen Nachkommen dienen. Der Apollo prinzipiell bei uns immer recht negativ auftritt. Ah! Ah. Die Geste meiner Hand genügt, um die Essensvorräte der Häuser in einer Siedlung aufzufüllen. Ah, okay. Ach so, das ist erst das Jahr. Stimmt. Oh. Hätte ich drüber nachdenken müssen. Kann ich Minerva noch mal irgendwie? Nee. So, hier ist mal wieder beruhigt. Ich verstehe nicht, wie soll das denn gehen, wenn die sich ständig gegenseitig negativ beeinflussen? Irgendwer kommt da doch ständig vorbei und macht was kaputt.
Oh, das sind noch nicht alle Vorräte. Wieso habe ich so wenig davon? Hier sind schon überall 4 drin. Ich mach mehr als das Doppelte plus. Das verstehe ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich sollte noch mehr Leute ausbilden, wa? Ich habe keinen Weizen dafür. Rüstung, Bogen. Arsenal, Schwertschmied, okay. Aber theoretisch kann ich hier auch eine Infanterie ausbilden. Er braucht Schilde. Na gut. Wie ist das denn hier hinten eigentlich mit Dienstleistung, so Feuerwache mäßig? Tatsächlich abgedeckt, bis auf die Holzfällerhütte. Ingenieur ist auch abgedeckt. Ich müsste so viel Plus produzieren, aber es funktioniert nicht und ich weiß nicht warum. Wieso ist es so schwer, hier die Rohstoffe zu kriegen? Ich meine, die Leute sind ja da und arbeiten hier. Hier sind überwiegend Trauben, Heilkräuter und Wein. Es ist nicht sonderlich hilfreich. Ich reduziere mal die Heilkräuter. Und vielleicht auch die Trauben. Okay. Der hat ein Gebäude kaputt gemacht? Da bin ich ja beruhigt. Lieber nochmal Ceres hier. Ach, kann ich nicht, weil ich kein Weizen hab. Ach. Ja, Kellerei. Soldaten ausgebildet. Ich glaube, ich hole meine Leute nochmal einmal zurück. So, verstärken. Allem, was wir so haben. Ich glaube, ich brauche ja mehr Infanterie erstmal.
Jetzt kriegen wir wieder ein bisschen Nahrung dazu. So, sie ist jetzt auch wieder normal. Fängt der an. Wir sind in einem Militärgebäude. Ach. Lagerhäuser. Sag mal. Der Bruder ist Getreide her. Ich muss erstmal Getreide haben. Was ist denn hier mit Weberei? Kann ich das irgendwie sinnvoll nutzen? Ich glaube, die wollen da alles noch gar nicht in der Richtung. Die wollen erstmal nur Essen haben. Erstmal nur. Schon schwierig genug. Kannst du deine Bewohner benennen? Feuerwache, das sind... Die sind quasi... Also wenn ich die Dorfbewohner anklicke, sind sie quasi immer ihrem... Am Arbeitsplatz zugeordnet. Ich habe da nicht die Auswahl von einzelnen Personen, ne. Bei ihm hier schon am ehesten, aber nein, keine Umbenennung möglich. Hä? Hatte ich die nicht gerade erst beide einigermaßen zufriedengestellt? Lagerhäuser, ey. Wie soll ich mit dem... Also Lagerhäuser muss. Ja, dann fängt sie an, ey. Da... Das ist doch bescheiden. Ist ja süß. Aber Lagerhäuser zerstören wäre ziemlich Mist. Ja, ja, jetzt kommt sie wieder und macht Felder kaputt. Also, Melonengarten. Krautgarten. Weizenfeld. Rottenfeld. Toll. Pylonengarten. Ist ja eigentlich mittlerweile am Militär. Weil ich überwiegend eigentlich mal Infanterie bauen sollte. Ich hab gleich wieder kein Geld mehr, weil ich vor lauter Feste feiern da für die Götter da kein Geld mehr halt hab. Und weil kein Geld einfach kein reinkommt.
Löhne der Arbeiter. Ich kann auch die Löhne der Arbeiter reduzieren. Das wird es nicht besser machen. Kannst du machen nix? Natürlich, gerade die Infanterie. Das ist nicht genug Geld. Wieso verliere ich hier eigentlich die ganze Zeit Geld und krieg nichts dazu? Ich verliere Geld, aber ich kriege kein Geld. Genau deswegen haben wir diese Gemeinschaft an abgehobene Raufbolde auch abgeschafft. Wir werden diese orangenen VLC-Hütchen für Bauarbeiten gezüchtet. Jetzt gab es Geld. Aber auch nicht den Betrag wie angegeben. Kann es sein, dass es immer nur zum Tag quasi Geld gibt? Und der Tag geht ja wirklich sehr, sehr langsam rum. Oh hey, ist immer fast alle gut, bis auf Minerva. Ach, ich habe das hier vergessen. Ah, die wollte ich ja reduziert haben. Verstärken alles, was wir haben. So, das sollte doch wohl reichen. Ich werde mal eben wieder meine Grafikkarte drosseln. Dreht auch schon wieder frei. Oh, 70% reicht. Dachte ich. Würde gerne näher ranzoomen. Kann die leider nicht schräg hinstellen. Das ist ganz schön blutig. Bogenschützenkampf. Okay. Hure, so, da kriege ich. Wie viele Schwerter habe ich denn im Moment so?
Ausrüstung 15. Ich mach 12 pro Tag. Uff, ich mach mal, ich verkauf mal 10 und 150 soll ich kaufen. Für 2 pro Einheit, also 300. Na gut, das kriegen wir hin. Bin ich das Tutorial ein Stück weiter und vielleicht kriegen wir dann nochmal Tipps für den Umgang mit den Göttern. Wobei im Moment geht's. Bis Minerva. Sie machen auch nichts anderes, als hier oben rumzuhängen. So, dann. Da-da-da! Nächste Mission. Oh. Es gibt keine nächste Mission. Vielleicht hätte ich nochmal kurz speichern sollen, bevor ich... habe ich hier ein automatisches Speicher? Ja, habe ich. 5 Minuten her. Dann würde ich sagen, spielen wir einfach noch so ein bisschen weiter. So, Mars wird gleich wieder ein bisschen was kaputt machen. Ich erhöhe einmal die Steuern. Verwaltung. Steuern einziehen. Löhne runter. Das ist es hier. Melonengarten rauf. Krautgarten rauf. Reihe rauf. Wir müssten eigentlich ohne Ende Rohstoffe haben. Ohne Ende. Das Einzige, was ich nicht genug habe, ist Brot. Aber wir haben ja nicht mal genug Getreide, um da was herzustellen. Ansonsten hätte ich längst gesagt, hier bauen wir eine Bäckerei hier hin. Ja, ich fürchte, so einfach wird das nichts. Senkt die Attraktivität des umliegenden Gebiets. Boah, Pech gehabt. Habe ich gerade per Rechtsklick die Animation auch mal unterbrochen. Ah, schön. Versuchen wir erstmal wieder ein bisschen an Geld zu kommen. Müsste ja eigentlich gleich, jawohl, passieren. Aber jetzt, wo die Tempel, sag ich mal, gebaut sind, hält es sich einigermaßen okay. Was denn hier mit Minerva? Die hat schon 2 Tempel. Und dafür geht dann Ceres wieder auf, naja, mäßig. Das sind Heilkräuter, ne? Wie viel habe ich denn? Genug. So, jetzt sollten alle einigermaßen neutral oder sogar
fast ein bisschen besser sein. Fest feiern? Na gut. Löhne der Arbeit. Einfach noch weiter runtersetzen. Nee. Kraut haben sie aber trotzdem nicht. Machen wir jetzt 640 Kraut pro Tag. Irgendwann muss das nochmal durchschlagen. Habe ich eventuell einfach zu schnell für das Spiel gespielt? Wenn ich das einfach so laufen lasse und die Götter nicht gerade dazwischen funken. Dann kriegt man Geld. Die auch mal versuchen auszubilden. Mal gucken, was so dabei rumkommt. Braucht Rüstung, Schwert, Schild, Fleisch. Ah ja. Die wollen ein Steueramt haben. Nein, sie werden nur nicht besteuert. Das ist meine Info. Brauchen wieder Wasser. Nicht von dem Aquädukt einfach eine Leitung weiterziehen? Quasi dann irgendwie hier mit hin? Ja, das geht. Feuerwache reicht gerade so. So, jetzt habe ich relativ viele Leute wieder. Jetzt ist Essen so langsam wenigstens da. Ich verkaufe schon so viel Wein wie geht.
Stelle kein Weizen mehr her. Ich stelle generell nichts mehr her, oder? Weil die Lager voll sind? Ich weiß es nicht. Weil nicht genug Leute da waren. Abholen. Gerade relativ viele Leute, die ich einfach irgendwo einsetzen kann. Ist natürlich auch nicht schlecht. Gar nicht gesehen. Nee, nicht Minerva. Wer ist denn das? Jupiter. Macht jetzt wirklich die neuen Steuerämter kaputt? Ach, der macht sämtliche öffentlichen Gebäude kaputt, das war's. Die Gebäude stehen in Flammen, Sire. So, und Minerva mal wieder. Einmal festfeiern. Und Ceres. Wieder Minerva. Dann kriegt man sie ganz vorsichtig ins Plus. Minerva neutral. Ceres auch. So, jetzt sind die wenigstens alle einigermaßen... Ne. Pluto. Kannst du keinem erzählen. Und Jupiter. Beide minimal positiv. Jetzt habe ich keinen, der zumindest negativ ist. Ich hoffe, das bleibt so. Die Gladiatoren, Rennen, Theater und so weiter sind eher mau. Obwohl die gerade erst wahr waren.
Theateraufführung zuletzt vor 25 Tagen. Jetzt? Das verstehe ich nicht. Wieso steht er zuletzt vor 25 Tagen? Sind einigermaßen alle friedlich, freundlich gestimmt. Ist ja irre. Tatsächlich sagen kann ich den Leuten wieder normale Gehälter geben, normale Steuern erheben. Also, den Punkt zu erreichen, den wir jetzt haben, dass alle nicht mehr die ganze Zeit uns verkloppen. Schon mal einen Anfang. Jetzt brauchen wir nur noch mal hier schauen. Melone und Kraut haben wir doch eigentlich en masse. Vor allem wird das jetzt der dritte Krautgarten. Obdachlose Blieb. Ja, und Patrizier. Noch Brot haben, dabei nicht auch schon produziert wird. Nur gucken, ob das nicht einmal im Ansatz in der Menge, die ich bräuchte. Gut, gib mir Bäckereien. Nein, nicht da. Bewegen, dahin. Ach, jetzt habe ich mittlerweile genug Getreide hier. Eieiei. Jetzt auf einmal. Noch ein Brot. Jetzt habe ich da, kriege ich da genug. Okay. Ist ja absolut irre. Da habe ich auch immer ganz viel arbeitslose Plebe hier. Okay. Eisenmine bauen. Die Beschäftigung. Frage mich, wie ich die nächste Stufe hier bekommen könnte.
Aber eigentlich ist ja schon freigeschaltet, was benötigt wird. Könnte Mauern bauen. Und dann ist man dekorieren des Bodens deiner Stadt. Und es ist 1:1 dasselbe. Eine Schule. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Auch freiwillig hin. Gegen intelligentere Mitbürger. Ja, guck mal, einfach mal Mauern bauen. Weiß zwar keiner wozu und warum, aber hey. Eisen. Die Getreidespeicher sind voll. Da baue ich gerne noch welche von. Jetzt haben wir plötzlich wieder Geld. Man ja sogar die Löhne der Arbeiter verbessern. Sind die Leute zufriedener? Zufriedene Leute. Ja, Taverne. Ach, die Taverne macht ja die ganze Stadt. Bis auf die hier. Was würden die hier noch haben wollen? Wohnsituation 4 von 6. Eier und Milch können wir auch mal herstellen. Es ist von der Anzahl der Beschäftigten abhängig, wie viele Eier produziert werden. Okay.
Okay, ich brauche sehr viel Eier und Milch, offenbar. Würde aber immer noch nicht reichen, ne? Nicht mal im Ansatz. Jetzt brauchen wir auch wieder mehr Felder. Also mehr Getreide, meine ich. Wo brauchen wir denn mal Getreide? Wir hatten doch drei Felder? Wir hatten auch mal nur zwei Felder. Gut, dann brauche ich mal ein drittes Feld. Der Holzfäller wird nämlich komplett überflüssig da an der Ecke. Kann ich ihn mal hier runter bewegen? Baue ich hier nochmal ein Getreide, so ein Wein hin. Also zumindest mangelt so langsam nicht mehr Nahrung. Das ist doch schön. Fischfilet. Käse. Honig, Olivenöl, Gewürze. Also allmählich wird was draus. Ein paar Wachen ausbilden. Oh, Mars ist reichlich unzufrieden. Um ein bisschen die Arbeitslosigkeit runterzukriegen. Brauche noch mehr Infanterie.
Was? Wo? Wie? Ach, da oben. Patrizierhaus. Ist das außerhalb von so einer Ingenieursgedöns? Offenbar, ja. Aber das hier ist auch in der Nähe von einem Ingenieursposten. Reicht der Markt dafür nicht mehr, oder? Ja, probieren wir es einfach mal aus. Oh, nochmal ein paar Patrizier. Oh, kein Patrizierhaus. Wir benötigen mehr Holz. Mal, die wollen Textilien dann haben und eine Arena. Augen können sie haben, Fleisch können sie haben, Milch und Eier können sie haben, nur kein Fischfilet. Ich glaube, Fischfilet, dafür müsste ich das hier machen und das kriege ich nicht. Ich kann zwar Fische fangen, aber ich kann sie nicht filetieren. Mehr Holz. Kampfstone hat jetzt zum vierten Mal in Folge gestartet ohne Crash. Also ich denke wirklich, es liegt daran, dass man beide Äxte einfach Atemrechte geben muss. Das wäre cool. Dann freue ich mich auf unser Stoneheart Multiplayer. Alle sind zufrieden gestimmt bis auf Mars. Beide Karotten, Zwiebeln ist noch ein bisschen niedrig. Aber es geht prinzipiell. Ja, Fisch kriege ich, nur kein Fischfilet. Weil ich nicht auf Stufe 5 komme hier mit dem Ansehen. Schade. Wäre schön, wenn man schon so weit kommen könnte. Die Patrizier einen eigenen Pool haben. Wofür brauchen die denn dann noch eine Therme? Wir brauchen nur Trauben und Fleisch und dann geht's direkt weiter. Hier, Verbrauch von. Ach so. Die Stellen sind quasi, werden dann erhoben und die Ressourcen werden verbraucht, wenn der Tag quasi zu Ende ist. Bis dahin hat man quasi Zeit, die Sachen aufzufüllen. Okay, sowas muss man erstmal wissen. Ich glaube nicht, dass es ein Pool ist, oder doch? Doch, das würde ich sagen, ist ein Pool.
Also ich meine, für Trinkwasser gibt es andere Quellen. Ich meine, wer hält denn so einen riesigen Becken offen, um als Trinkwasserreservoir? Also wenigstens abdecken oder so. Jetzt wird quasi alles an Ressourcen da überall reingesteckt und dann passt das hoffentlich irgendwann hier. Ich darf auch mal hier Leinen und Flachs anbauen. Ach, das geht nur hier. Ja. Zu 4. 16 am Tag. 8.